Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play MXGP. Und ja, das nächste Rennwochenende steht an, und zwar nach, ja, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Hyvinkää wahrscheinlich, irgendwie so um den Dreh, und ist in Finnland. Ja, die Strecke ist jetzt, ja, nicht viel verschiedene Sachen, immer 180 Grad Kurven mehr oder weniger. Einmal haben wir da links dann so eine Stelle, wo es dann doch ein bisschen heftiger hoch und runter geht. Da freue ich mich schon drauf, und ansonsten ist es doch relativ eben. Und ja, unsere Fahrerherausforderung ist der Christophe Chalier. Das schaffen wir dann hoffentlich auch. Und 45 Punkte als Vorgabe. Das heißt, einmal Erster, einmal Dritter oder einmal Erster, einmal Zweiter. So um den Dreh muss es laufen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Training hin. Da wollen wir dann natürlich auch mal gucken. Ich meine, beim letzten Rennwochenende hatten wir, samstags bei der Qualifikation waren wir nur Zehnter. Da haben wir keine Chance gehabt. Und bei den Rennen haben wir dann, ich glaube, 21 und 16 Sekunden Vorsprung gehabt am Ende. Also, das war wirklich komisch. So, dann haben wir hier noch ein paar Infotexte. Eine Reihe von Buckeln hintereinander kann man manchmal auch mit einem Satz überspringen. Andere Abfolgen von Buckeln und drin muss man gewissermaßen in zwei Stufen angehen. Versucht die beste Strategie für unterschiedliche Sprünge auf unterschiedlichen Strecken herauszufinden. So, und dann sind wir auch hier beim Training. Da wollen wir dann auch direkt mal auf die Strecke gehen und schauen uns diese einmal an. So, hier geht's durch Start und Ziel. So, und das sieht schon mal sehr, sehr nett aus, dieser Sprung hier. Da kann man auch so weit springen, wie man möchte. So, hier eigentlich auch. Viel weiter wird es da mit dem Sprung nicht gehen, aber man sollte gucken, dass man nicht ganz durchzieht. So, und hier haben wir die eine Stelle, wo es doch ein bisschen höher ist. Und da haben wir dann auch einen netten Sprung nach unten. Aber ich hatte es mir jetzt irgendwie ein bisschen cooler erhofft. Aber gut, macht auch nichts. Da sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Also, da muss man aufpassen. Da ist es wahrscheinlich auch besser, wenn man dann wirklich innen lang fährt. Also merken, nach diesem großen Sprung nach unten, wo es so tief nach unten geht, aufpassen die Kurve. Lieber ein bisschen bremsen und innen fahren. Ansonsten ist die Strecke, oh ja, hier auch, von der Schwierigkeit ein bisschen, ja, bisschen schwerer als die davor. Aber so richtig anspruchsvoll ist sie jetzt noch nicht. Also da waren jetzt keine Ecken, wo ich glaube, dass wir da ständig Fehler machen werden. So, und hier geht es schon wieder durch Start und Ziel. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier eine schöne Runde hinlegen können. Vielleicht auch den Ferris dann überholen. Ab und an ist das irgendwie blau, was da bei dem aus dem Auspuff rauskommt. Das irritiert mich dann immer so ein bisschen. Ja, da war es schon wieder. So, in der Luft überholt, so muss man es machen. So, und jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. So, bei dem, der Stelle hier. Ach du je. Ja, den Sprung sollte man, wenn möglich, auch nicht mitnehmen. Dann kommt man zu weit nach außen. Sekunden Vorsprung. Aber noch waren auch nicht alle auf der Strecke und haben hier mehrere Runden hinlegen können. Also da kann noch einiges passieren.
So, 2,8 Sekunden Vorsprung. Hier ist übrigens der Start. Das heißt, danach geht es denn so leicht nach links. Also wäre es schon besser, wenn wir uns dann morgen beim Rennen dann möglichst weit links positionieren. So, und ich würde einfach mal fast sagen, dass wir hier eigentlich genug gemacht haben. Ich würde jetzt mal zur Box zurückkehren, dann gucken wir uns einfach mal an, auf welchem Platz wir hier jetzt wären. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das hier jetzt möglichst gut ist. Natürlich läuft es noch 30 Minuten. Wir springen aber mal zum Qualifying und dann wird uns ja das Endergebnis gezeigt. Und ja, das war relativ souverän. 2,5 Sekunden sind wir vorne. Das kann man so schon machen. Also, das ist völlig in Ordnung. Das schaut richtig gut aus. So, dann machen wir auch direkt weiter mit dem Qualifying. Und dann geht's mal los. Am besten genauso wie auch beim Training eben den Lauf machen und dann sollten wir hier eine sehr gute Startposition bekommen. Ah, das war nicht so gut, da wären wir fast gestürzt. So, und beim Ferris kommt schon wieder blaues Zeug raus. Immer wenn der so einen Scrub macht. Oder hier allgemein, wenn er abspringt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Grafikfehler ist. Oder einfach Special Effects. Jo, da haben wir sogar noch eine kleine tricky Einlage gemacht, bevor wir uns hier jetzt richtig blamieren. Scheiße. So, damit ist die Runde spätestens jetzt auch kaputt gewesen. Dann bringen wir den Rest eben nochmal rum. Und dann versuchen wir es gleich nochmal. Ach herrje, also zu schief sollte man hier jetzt auch nicht fahren. Wenn das so buckelig ist. So, also nächster Versuch. So, und bisher sehr, sehr gut. 4 Sekunden Vorsprung, aber wie gesagt, es ist auch noch nicht jeder draußen. Aber trotzdem könnte das hier eine Zeit für die Pole Position sein. Auch wenn wir hier jetzt sehr weit gekommen sind, aber trotzdem haben wir die Kurve noch sehr gut bekommen. So, und da geht's auch schon durchs Ziel und das ist eine richtig gute Zeit. 1:36,2.
Ich weiß gar nicht, kann man hier eigentlich umdrehen direkt und in die Box fahren? Bisschen dreist, ne? Aber... alles klar. Das war, glaube ich, der Boutron. So, komm. Und dann übernimmt er und dann geht es hier in die Box zurück. So, und ich denke mal, das sollte eigentlich ein ganz gutes Ergebnis werden. Wir können es ein bisschen spulen. 5,8 Sekunden, meine Herren, haben wir da einen Vorsprung. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das hier noch irgendwie was mit der höchsten Schwierigkeitsstufe zu tun hat. Also, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Das könnte ruhig ein bisschen schwerer sein. Ich weiß, das ist die zweite Liga hier quasi. Aber so ein bisschen mehr kann man doch schon erwarten. Ich hoffe mal, dass es bei der MX-1 dann so einen kleinen Sprung gibt, was die, ja, was den Schwierigkeitsgrad vor allem auch angeht. Naja, wir werden es herausfinden. Vielleicht wird das Rennen morgen ja auch irre schwer. Ich weiß es nicht. Lasst es uns ausprobieren. Wir sehen uns morgen beim Rennen, Leute. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ich freue mich über jeden Daumen hoch, den ich bekommen kann. Ich gebe mir da sehr viel Mühe und ja, wir sehen uns dann morgen. Bis dann.